Glauben kommt von Fragen. Der Kinderwissens-Podcast mit Judith und dem elektrischen Mönch. Hallo und herzlich willkommen zum Kinderwissens-Podcast Glauben kommt von Fragen. Ich bin Judith und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich gleich mit einer spannenden Frage starten. Die hat Celine mir geschickt und ehrlich gesagt habe ich mir die auch schon immer gestellt und noch keine wirklich gute Antwort darauf gefunden. Ich spiele euch die Frage mal ein. Hallo Judith, ich bin Celine und ich bin fast 7 Jahre alt. Ich möchte echt mal gerne wissen, was ist der Unterschied zwischen dem Christkind und dem Weihnachtsmann? Keine Ahnung. Ich klicke mal wieder mein geheimes Terminal auf meinem PC an und dann kann ich direkt den elektrischen Mönch fragen. Mal sehen, ob er da ist. Moment. Hallo elektrischer Mönch, bist du da? Ich bin da. Super, ich habe heute nämlich eine ganz besondere Frage dabei, nämlich von Celine. Ich spiele sie dir mal ein, Moment. Ich möchte echt mal gerne wissen, was ist der Unterschied zwischen dem Christkind und dem Weihnachtsmann? Ich gebe die Frage direkt an dich weiter. Ja, und wieder muss ich sagen, es ist ein bisschen kompliziert und hier ist es sogar eine wilde Reise durch die Geschichte. Also, früher war es so, da gab es bei den allermeisten Leuten an Weihnachten überhaupt gar keine Geschenke, sondern die Geschenke gab es schon am Tag vom heiligen Nikolaus, also am 6. Dezember. Und am 24., 25. Dezember hat man sich nur gefreut, dass Weihnachten ist und zusammen gefeiert, aber Geschenke gab es da keine. Und dann kam ja eine Zeit, wo ein ganz wichtiger Mann, der heißt Martin Luther, viele Dinge im Christentum geändert hat. Und der hat gesagt, vieles, was die Menschen in der katholischen Kirche tun, ist nicht so gut. Ich mache das jetzt anders oder ich möchte das anders machen. Und daraus hat sich die evangelische Kirche entwickelt. Und der hat auch gesagt, das mit den heiligen Männern, heiligen Frauen, das finde ich nicht so gut. Deswegen möchte ich nicht so gerne, dass am Nikolaustag Geschenke gemacht werden. Wir machen das jetzt an Weihnachten. Und da kommt dann jetzt das Christkind. Christkind hat er natürlich nichts dagegen, weil das ist ja Jesus Christus und an den hat ja Martin Luther auch geglaubt. Gesagt, da kommt jetzt das Christkind und bringt die Geschenke, weil die evangelischen Kinder sollten natürlich auch Geschenke bekommen. Und wo kommt jetzt der Weihnachtsmann her? Ja, auch das finde ich ganz schön spannend. Wie gesagt, Christkind war eigentlich eine evangelische Idee. Aber das hat sich jetzt mittlerweile rumgedreht. Als die ganzen Katholiken, Katholikinnen gesehen haben, die Freundinnen und Freunde von der evangelischen Kirche, die kriegen ja jetzt an Weihnachten Geschenke, hat man da auch angefangen, Geschenke zu machen. Und da hat sich das plötzlich so verändert, dass die Katholiken angefangen haben, Christkind zu sagen und die evangelischen Christen haben gesagt, na, aber wir wollen eigentlich ein anderes Wort haben. Und dann haben die Figur vom Weihnachtsmann eingeführt. Auch haben das viele Leute übernommen, die mit Religion und Glaube nicht so viel zu tun hatten und das eigentlich eher doof finden mit Jesus und Gott und so weiter. Und dann haben die gesagt, aber wir wollen trotzdem Weihnachten feiern. Deswegen benutzen wir eine Figur, die eigentlich gar nicht viel mit Religion zu tun hat. Und die haben dann den Weihnachtsmann erfunden, sich ausgedacht. Und früher war es wirklich so, dass den Kindern gesagt wurde, dass Christkind kommt, war eher in Gegenden so, wo man besonders katholisch war, also im Süden von Deutschland oder im Westen. Und vom Weihnachtsmann hat man eher im Osten oder im Norden gesprochen. Ich habe immer gedacht, der Weihnachtsmann wäre eine Erfindung von Coca-Cola. Jedenfalls habe ich das öfter mal gehört. Stimmt das? Das ist nicht ganz falsch. Die Idee, dass es einen Weihnachtsmann gibt, ist aber schon älter als Coca-Cola. Nur der sah ganz unterschiedlich aus. Der war mal grün, mal blau. Der hatte mal ganz andere Sachen an. Der hatte mal eine ganz andere Mütze auf. Der hatte ganz andere Dinge dabei. Aber Coca-Cola hat sich irgendwann mal gedacht, wir wollen noch mehr Limonade im Winter verkaufen. Und dann haben sie diese sehr berühmte Figur vom Weihnachtsmann oder in Amerika Santa Claus, da kann man vom Namen her hören, das hat auch was mit dem Nikolaus zu tun, diese Santa Claus-Figur genommen und der rote Sachen mit weißen Ärmeln angezogen und weißen Pelz, weil das die Farben von Coca-Cola sind, rot und weiß.
Also, Coca-Cola hat sich den Weihnachtsmann nicht ausgedacht, aber sie haben ihm sozusagen das Aussehen gegeben, wie wir uns heute den Weihnachtsmann vorstellen. Eine Werbeidee, die mal richtig fett eingeschlagen hat. Du hattest gerade den Nikolaus erwähnt, also den Santa Claus. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz erklären, für alle, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen? Der heilige Nikolaus, für heilig kann man auch sagen Sankt Nikolaus, der ist sozusagen mit deutschen und niederländischen Auswanderern, also Leute, die von Europa in die USA gezogen sind, nach Amerika gekommen. Und da hat dann ein Mann ein Bild gemalt, so wie er sich den Weihnachtsmann vorstellt. Der sieht ganz anders aus, als wir das heute kennen. Und der hat ihn dann nach Sankt Nikolaus benannt, nämlich Santa Claus. So ist das nicht wirklich der Nikolaus, aber es hört sich ja auch schon ganz ähnlich an und es soll auch ein bisschen an den Nikolaus erinnern, ist aber doch eine ganz eigene Figur, die eigentlich mit Religion und Glauben und Gott wenig zu tun hat. Alles klar. Wenn ich nochmal zusammenfassen darf, das Christkind geht eigentlich auf Martin Luther zurück und dann hat sich später auch der Weihnachtsmann entwickelt. Es ist keine Erfindung von Coca-Cola, aber Coca-Cola hat sich das angeeignet und damit geworben. Ich bin auf jeden Fall froh, dass egal wer kommt, der Weihnachtsmann oder das Christkind, dass wir Weihnachten feiern und da freue ich mich ganz besonders drauf. Es ist ja jetzt auch nächste Woche schon soweit. Vielen Dank, elektrischer Mönch, für diese tolle Antwort und auch vielen Dank an Celine für diese tolle Frage. Wenn ihr noch eine Frage habt, die ich dem elektrischen Mönch stellen soll, schickt mir eine Sprachnachricht oder eine Mail. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf der Internetseite bistum-osnabrück.de/podcast. Ihr könnt mir auch einfach so schreiben, wie euch der Podcast gefällt oder mal eine Folge zusammen mit euren Freundinnen oder Freunden hören. Und wenn ihr Lust habt, klickt doch auch mal durch die Internetseite religi.de. Dort gibt es Wimmelbilder, spannende Videos und noch mehr Antworten auf viele Fragen zum Thema Glaube, Kirche, Feste oder Bibel. Schön, dass ihr dabei wart. Die nächste Podcast-Folge mit einer neuen Frage gibt es in etwas weniger als einer Woche, nämlich schon am 23. Dezember, also an dem Tag vor Heiligabend. Dort beantwortet der elektrische Mönch noch eine wichtige Frage zu Weihnachten. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, habt einen schönen vierten Advent, bleibt neugierig, denn Glauben kommt von Fragen. Glauben kommt von Fragen. Der Kinderwissens-Podcast mit Judith und dem elektrischen Mönch.